Bevor wir über die Grenze nach Polen sind, haben wir nochmal die Möglichkeit genutzt, in Deutschland einen Stellplatz anzufahren. Dazu eignet sich besonders der Stellplatz am Camping Nitschke. Das ist ein bisschen abseits von der Autobahn in der Nähe von Frankfurt-Oder gelegen. Eigentlich ein gebührenpflichtiger Stellplatz für 15 Mobile auf einem, wie man sieht, abgezäunten Gelände angelegt. Und ist aber nur anfahrbar während der Öffnungszeiten von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 13 Uhr. Wer auf dem Stellplatz stehen möchte, der bekommt Strom, Wasser und für die Entsorgung ist auch gesorgt. Und es gibt auch einen WLAN-Hotspot. Tiere sind erlaubt und die Gebühren betragen 6 Euro pro Nacht inklusive Fähr- und Entsorgung. Und Strom würde noch dazukommen als Extrageld oder für den Hund auch Extrageld. Wir haben es nicht ganz geschafft, da war schon bei uns geschlossen, deshalb haben wir uns vors Gelände gestellt. Da gibt es zweimal die Möglichkeit, auch sein Fahrzeug hinzustellen. Das war bei uns auch schon belegt, deshalb haben wir uns gegenüber hingestellt, weil da ist ja auch ein großer Parkplatz, wo man auch ohne Probleme stehen kann. Auf der Internetseite steht, es würde keine Chemie-WC-Entleerung geben. Auf dem Schild hier am Zaun lese ich es eigentlich so, dass man schon seinen WC entleeren kann. Also wir haben es nicht ausprobiert, auf jeden Fall gibt es wohl die Möglichkeit. Ganz schön in der Nähe gibt es auch, wer Hundebesitzer ist, ein kleines Wäldchen und ein kleiner Weg führt in den Wald hinein zum Gassi gehen. Ansonsten steht man schön abseits von der Autobahn und etwas ruhig gelegen auf einem Parkplatz.